Licht. Sie blickte in das verschwommene Gesicht von Häcklin. Alles um sie herum schwankte. Herzlich willkommen zurück bei den Lebenden. Er gab ihr vorsichtig etwas zu trinken und langsam verflog der unscharfe Schleier, der sich über alles gelegt hatte. Nur das Schwanken blieb, denn sie lag im Inneren eines Karrens, der sich bewegte. Gleichmäßiges Klacken von Hufen drang an ihr Ohr und das Rattern von Holzrädern über Stein. Was ist passiert? Wo sind wir? Sie wollte aufstehen, doch Häcklin hielt sie zurück. Nur die Ruhe. Wir sind unterwegs, wir fahren zurück. Du hast ordentlich was abbekommen. Hast dir gehörig den Kopf gestoßen. Die Sonne ist ziemlich zerknirscht deswegen. Aber es wird alles gut. Nein! Wir müssen zurück zur Taverne. Nein, das wäre unklug. Nach unserem Auftritt dort sucht man sicherlich nach. Lass mich. Velma stand trotz der Proteste von Häcklin auf, wankte entschlossen zum vorderen Ende des Wagens und schlug den Stoff zurück. Die plötzliche Helligkeit jagte einen stechenden Schmerz durch ihren Schädel. Haltet den Wagen an! Oh, die Zwergenhauptfrau ist aufgewacht. Son! Es ist Zeit, demütigst um Entschuldigung zu bitten. Ein helles Lachen ertönte, während der Karren langsam zum Stehen kam. Velmas Augen gewöhnten sich allmählich an die helle Morgensonne. Die Morgensonne. Offensichtlich war sie mehrere Stunden lang bewusstlos gewesen. Vor ihr auf dem Kutschbock saß ein junger Mann mit langen braunen Haaren und freundlichen braunen Augen. Er trug eine dunkelgrüne Jacke und darüber einen gut gearbeiteten Überwurf um die Schultern. Eine silberne Nadel in Form eines gespannten Bogens mit zwei Pfeilen war der einzige Schmuck in der sonst recht unauffälligen Bekleidung. Guten Morgen, Velma Wetterhand. Ich bin Ewan, zu Ihren Diensten im wahrsten Sinne des Wortes. Velma! Tun erschien auf der rechten Seite des Karrens und war sichtlich erleichtert, seine Zwergenhauptfrau wieder auf den Beinen zu sehen. Zu ihrer Überraschung tauchten neben dem alten Haudegen auch Tjark und sein Bruder auf. Kann mir jetzt verdammt nochmal jemand erklären, wo wir sind, wohin wir fahren und was passiert ist? Das passt mir gut. Lasst uns ein Feuer machen und erzählen. Seht, was ich gefangen habe. Auf der linken Seite des Wagens stand eine junge Menschenfrau. Und Velma war sich sicher, dass sie unter ihresgleichen als außerordentlich schön gelten musste. Glattes, hellbraunes Haar rahmte ein makelloses Gesicht ein. Sie trug einen Lederharnisch, welcher mit weißen Bändern durchsetzt war. Auf der rechten Schulter prangte ein Schulterstück aus silbergrauem Wolfspelz, während der linke Arm mit einer Schiene aus Leder geschützt war, welche ebenfalls weiße Bänder durchzogen. Auch die teuren Stiefel waren aus Wolfspelz. Velma erkannte außerdem einen Dolch und einen Kurzbogen, deren Griffe wie die Armschienen aus Leder und weißem Stoff gearbeitet waren. In der rechten Hand hielt sie einen armlangen Fisch. Die Magierin. Velma setzte sich vor Erstaunen neben Ewan auf den Kutschbock und blickte die Frau ungläubig an. Kurze Zeit später saßen also 5 Zwerge und 2 Menschen um ein schnell errichtetes Lager und teilten den Fisch, einige auf den Kohlen gegarte Pilze und einen Laib Brot. Die Menschenfrau hatte sich als Talea vorgestellt und war unverkennbar mit Ewan verwandt. Beide hatten das gleiche listige Lächeln. Zund Schmetterschlag war nicht wiederzuerkennen. Zuvorkommend umsorgte er Velma, sorgte dafür, dass sie das beste Stück des Fisches bekam und schenkte ihr gewissenhaft Wein nach. Währenddessen erzählte er ohne Unterlass von den Ereignissen der letzten Stunden. Als die 3 Wachen schließlich bewusstlos am Boden lagen und wir dich von der Last der einen befreit hatten, waren wir unsicher, was zu tun sei. Tjark meinte sofort, dass über kurz oder lang mehr Eschermarker Soldaten kommen würden. Also schien es klug, sich möglichst schnell zu entfernen. Tjark bot ohne nachzudenken seine Hilfe an. Ein feiner Kerl, wirklich. Ach, Zwerge müssen zusammenhalten. Tjark blickte Velma mit einer Mischung aus Stolz und Verlegenheit an. Sie lächelte.
Doch bevor wir irgendetwas unternehmen konnten, hörte ich plötzlich eine Stimme hinter mir. Zum Schmetterschlag, du alter Halunke! Ha! Ich wusste sofort, wer mich da einen Halunken schimpfte, weil er nämlich selber einer ist. Hey, Frechheit! Ewan lachte und ballte spielerisch die Faust. Nee, ich hatte Ewan vor Jahren kennengelernt, als unsere Kolonie noch mit Erz handelte. Er war so etwas wie ein Stammkunde. Euer Erz war wirklich einzigartig. Ich habe die Brocken, die ich von euch kaufte, zu Pfeilspitzen verarbeiten lassen. Ich trage sie bis heute mit mir. Als unsere Erzader versiegte, wurden unsere Treffen seltener. Doch gestern Abend hatte er mich erkannt, als die Keilerei mit den Wachen begann. Und was du nicht weißt, Velma, sie haben uns geholfen. Ah, ich weiß es. Velma lächelte Talia schüchtern an. Ihr habt mit den Manon-Nebul den Kampf beeinflusst. Zu unseren Gunsten. Ich konnte mir nur nicht erklären, wieso zwei Menschen uns Zwergen helfen würden. Sieh einer an! Und ich dachte, ich sei unauffällig gewesen. Eure Zwergenhauptfrau ist scharfsinnig und hat gute Augen, Zun. Ihr solltet besser auf ihren Kopf Acht geben. Zuns Backen liefen rot an. Alle anderen grinsten. Es war eine kleine Unachtsamkeit, sonst nichts. Also, Ewan erzählte mir von den Fähigkeiten seiner Schwester. Während deiner Abwesenheit habe ich mir die Freiheit erlaubt, beide zu kontraktieren. Sie werden mit uns ins Tal reisen und die Tiefenkrankheit untersuchen. Zun beugte sich zu ihr herüber. Ich habe ihnen eine Belohnung versprochen. Vielleicht wäre das der richtige Zeitpunkt, ihnen unsere Reisekasse zu demonstrieren, wenn du verstehst, was ich meine. Velma schluckte. Vor diesem Moment hatte sie sich am meisten gefürchtet. Zun erwartete offensichtlich einen geheimen Beutel, Gold oder Edelsteine, und sie hatte sich auch bisher nicht getraut, ihm die Wahrheit über ihre erbärmlichen finanziellen Mittel zu gestehen. Mit Sicherheit hatte er mehr versprochen, als sie bieten konnte. Langsam griff Velma in ihren Rucksack und holte ihren Geldbeutel aus Ziegenleder hervor. Sie entleerte alles in ihre kleine Handfläche. 3 Schillinge und 1 Silbermünze. Den Rest hatte sie für Unterkunft und Proviant ausgeben müssen. Zun starrte entgeistert auf die 4 Münzen. Ist das alles? Mehr haben wir nicht? Unbeholfen blickte Velma auf Ewan und Talia. Dann öffnete sie ihren Rucksack und holte einige dunkle Knäuel hervor. Unsere Zwergenkolonie ist nicht reich. Alles, was wir euch anbieten können, sind die Münzen und diese zwergischen Wollsocken. Sie sind wirklich beliebt, denn sie haben... Velmas Stimme wurde brüchig. Zun schnaubte verzweifelt in seinen Bart und Hecklin strich sich nervös übers Gesicht. Ewan zog die Augenbrauen hoch. Er hatte offensichtlich etwas anderes erwartet. Doch Talia brach in ein helles Lachen aus und nahm sich 2 der Wollknäuel. Wer den Nutzen von warmen Socken nicht wertschätzt, der war noch nie auf Wanderschaft. Sie gab 1 Sockenpaar dem verblüfften Ewan und zwinkerte der verdutzten Zwergenhauptfrau verschmitzt zu. Velma fiel ein Stein vom Herzen. Alles würde sich nun zum Guten wenden, hoffte sie.